absurd oder wenigstens halbwegs passend nur zur Zeit gibt es halt einen Film, der sich um Halloween dreht. Wir schauen uns an den Film Halloween Night von 1988 und der Trailer lasst uns schon mal hoffen. Halloween Night 1988. Der Regisseur ist der indische Regisseur Jagmundra, beziehungsweise Jagmundra, wenn man das so ausspricht. Und die Geschichte dreht sich um den kleinen Tommy. Der hat es eigentlich schon als kleines Kind so ein kleines bisschen verkackt gekriegt. Dessen Großvater ist nämlich ein Satanist und der halt in einem Stall, in einer Scheune, also satanische Messen und Rituale ab. Und er möchte seinen Enkel natürlich schon vorbereiten darauf, dass er, wenn nachher die Zeit kommt und er das richtige Alter erreicht hat, er genauso in die Gruppe eintritt und nachher ebenfalls als Satanist praktiziert. Zu Halloween reicht es nachher Tommys Vater. Der möchte, dass sein Großvater nichts mehr mit ihm zu tun hat und möchten mehr oder weniger dazu zwingen. Dummerweise platzt dafür die Nachricht in ein satanisches Ritual und der Großvater und seine Gruppe müssen ihn natürlich umbringen. Somit wächst nachher Tommy mehr oder weniger ohne Vater auf. Wir machen nachher den Sprung 13 Jahre in die Zukunft. Tommy ist inzwischen ein 33 Jahre alter Teenager, der im Keller vom Haus seiner Mutter lebt und da mehr oder weniger den rebellischen Teenager aushängen lässt. Sein Großvater sieht die Zeit gekommen, möchten an Halloween, also am Halloween-Abend nachher in die Rituale und so weiter einführen und zur rechten Zeit, so um die ganzen Rituale und so weiter um, passieren nachher Morde und Leichenschändungen und natürlich liegt nachher die Vermutung nahe, dass es entweder der Tommy ist oder sein Großvater bzw. dessen Gruppe. Soweit einmal zur Story, ich denke, das klang eigentlich auch. Im Endeffekt ist der Film ein Slasher, der wieder mal zu Halloween stattfindet, der natürlich auch das eine oder andere unserer Slasher- und Trash-Film-Klischees damit natürlich bravourös erfüllt. Schauen wir gerade mal kurz über die Darsteller drüber. Der was wahrscheinlich am meisten außersticht, sage ich jetzt einmal, ist mit Sicherheit der Großvater selber, der High Pike. Der ist schon gestorben, leider. Und nachher haben wir natürlich nur einen Tommy selber. Und der wird gespielt von einem Mann namens Gregory Scott Cummins. Wie gesagt, spielt einen 33-jährigen Teenager nachher die meiste Zeit. Und ich hab nachgeschaut und ich hoffe, der Eintrag stimmt. Wie gesagt, also 1956 wird er als Geburtsjahr angegeben. Der Film ist 88 gemacht. Da sind 33 Jahre dazwischen. Also spielt er wirklich einen 33-jährigen Teenager. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein neuer Rekord ist, aber es ist schon mal ziemlich, ziemlich gut. High Pike spielt den Großvater. Wie gesagt, er sticht eigentlich am meisten außer, betreibt natürlich Overacting,
wo es gerade irgendwie möglich ist. Aber gleichzeitig spürt er auch ein ziemliches Ekel, der die Tochter mehr oder weniger immer nur terrorisiert und sich darüber lustig macht, hat so einen Knochen von ihrem verstorbenen Mann um den Hals rum und halt alles solche Sachen kommen sie selber mehr oder weniger als der Christi vor und alles ist unwichtig, abgesehen einmal von ihm und seinem Enkel. Und ich finde, das Ekel spielt er eigentlich ziemlich gut. Wie gesagt, teilweise übertreibt er es ein bisschen, was Mimik und Gestik und so weiter angeht. Aber bei so einem Film finde ich das ist in Ordnung. Die müssen schauspielerisch jetzt keine Oscars nicht erreichen. Gregory Scott Cummins, der an Tommy selber spielt, ja, also er ist jetzt nicht wirklich zum Schauspieler geboren, würde ich einmal sagen. Das, was er macht, macht er okay. Auf der anderen Seite kommt mir immer irgendwie vor, dass einem der Ekel vor irgendwas ins Gesicht geschrieben steht. Entweder das oder er zieht mehr oder weniger gerade einfach die Lippen den ganzen Film über nach unten. Eins von den zwei. Der Film selber macht sein Slasher-Handwerk eigentlich ganz ordentlich. Es sind jetzt keine übertriebenen großen Splatter-Szenen oder so dabei, aber Blut fließt trotzdem einiges und wir haben auch so ein bisschen einen Bodycount, also das passt eigentlich auch. Was an Verlauf angeht, weil man ist ja mehr oder weniger immer auf der Suche, wer könnte jetzt im Endeffekt wirklich der Killer sein und wer was und so weiter und so fort. Man wird mit voller Absicht mehr oder weniger in die Irre geführt. Ich meine, natürlich konnte man jetzt etwas vermuten. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass der Film Stuntman einsetzt, die schon eigentlich komplett anders gebaut sind, als bei diejenigen, die was eigentlich sehen sollen. Es gibt ja zum Beispiel am Ende gibt's so einen Kampf mehr oder weniger zwischen Großvater und Enkel und der läuft natürlich maskiert ab und man sieht mehr oder weniger ganz genau, dass die ins Kostüm vom Großvater etwa reingesteckt haben, der um einiges dünner ist und ungefähr einen Kopf größer. Da haben sie ihm ganz einfach Kleidung gegeben, die was ihm nachher ein bisschen zweit war, damit mehr Körperfülle mehr oder weniger simuliert wird. Und auch der Stuntman, der am Ende nachher im Kostüm des Täters steckt, sieht man ganz einfach, dass den Darsteller ausgetauscht haben, sobald die Maske nachher nachkommt. Gerade damit man halt irgendwie nicht draufkommt oder sie haben keinen anderen gehabt, keine Ahnung. Ist ganz lustig, weil man sich darüber amüsieren kann, wen die da reingesteckt haben. Wenn man aber wirklich mitfiebern möchte und mitraten möchte, wer ist jetzt im Endeffekt der Täter, ist das wieder mal ein absichtliches in die Irre führen, was eigentlich nicht unbedingt hätte sein müssen. Im Großen und Ganzen finde ich den Film okay. Die Darsteller, wie gesagt, für so einen Film passen es ganz passabel. Sie sind natürlich alle miteinander wieder nicht die intelligentesten, was die Rollen angeht. Ich meine, wenn einer vor mir hing, mehr oder weniger am Strick baumelnd und die Füße in der Luft, gehe ich nicht nur zu und sage mehr oder weniger, sie soll den Scherz lassen. Das ist dann ziemlich eindeutig, dass derjenige dann tot ist. Also das zum Simulieren darf halt relativ schwer sein. Aber ansonsten passt eigentlich alles ganz gut. Schauplatz ist zum größten Teil, haben wir wieder eine Party, wo es nachher zum Finale kommt eben auch. Wir haben einige unserer Klischees erfüllt und gerade zu Halloween kann man sich so einen Streifen, denke ich mal, eigentlich schon getrost einmal anschauen.